William Cohn. Der in Kolumbien geborene und in Wien aufgewachsene William entdeckte schon früh seine Leidenschaft zu Musik und Gesang. Bereits im zarten Alter von 16 Jahren konnte Kaiser William mit seiner Stimme in der Waldorfschule brillieren. Trotz seiner musischen Vorliebe und die Chance auf einen Job als Pullovermodel schlug er dennoch den Beruf des Ingenieurs ein, um mit mehr als brotloser Kunst sein Geld zu verdienen. Da die basslastige Stimme eines William Cohns sich aber nicht unterdrücken lässt, studierte er nach einigen Jahren Gesang in München und Los Angeles. In der anschließenden Zeit suchte man den geheimen Sohn von Helmut Kohl in Opern unter mehreren Decknamen wie Kaspar, Zuniga oder Baron Webbs. Danach zog es ihn von den Bühnen in die glamouröse Welt des Fernsehens. 2012 landete er schließlich bei der Spartenshow Rocher und Böhmermann, in der der stets gut gelaunte Wortjongleur und Connoisseur gediegener Witze fragwürdige Texte verlesen musste. Direkt im Anschluss übernahm er mit seinem Sidekick Jan Böhmermann das Neo-Magazin. 2 Jahre später läuft das Neo-Magazin, jetzt auf royalen Status geupdatet, zur besten Sendezeit im Hauptprogramm. Meine Damen und Herren, heute ist Ihr bester Tag der Welt. Schlagen Sie Ihre Handflächen aufeinander für William The Voice Cohn.